よう皆さん、そしてワールドウェストへようこそ。俺たちはブラックバターにいるぜ。そして今日俺たちはエレンに。え？ラスパスマンツーマン。くそ、なぜこの男がすでにここにいるんだ。Ich verstehe kein Wort, hau ab! So, jetzt, sorry. Hello, mein und herzlich willkommen im Wilden Westen. Wir starten mitten in Blackwater und werden uns heute darauf fokussieren, einen ehrenvolleren Weg zu gehen. Bislang haben wir alles und jeden dominiert, aber diesmal werden wir versuchen, einen sehr vorbildlichen Weg einzuschlagen. Wir schalten damit übrigens neue Story-Missionen frei, weswegen wir sogar einen Grund haben, das zu machen. Bevor wir das aber tun, wird es Zeit für ein neues Outfit. Wir reisen nach Valentine und gehen zum Gemischtwarenladen, um uns dort neue Kleidung zu kaufen. Ich habe lange überlegt, wie ich mich kleiden soll und habe mich schlussendlich für dieses Design entschieden. Unsere Kleidung ist nun genauso rein wie unsere Seele. Wir gehen also in den Salon, bestellen einen ehrenvollen Whisky, schmeißen den aber wieder weg, weil wir nun zu fein sind für dieses proletarische Gesöff und saufen einen schwarzgebrannten weg. Wie dem auch sei, geht es nun auf zur Emerald Station, wo wir eine normale Kopfgeldjagd starten. Wichtig ist hierbei, das Kopfgeldziel lebendig abzuliefern, weil sich somit unsere Ehre schnell steigern kann. Unser Ziel befindet sich in Fort Wallace und ich versuche das Ganze diplomatisch zu regeln. Normalerweise würde ich hier Dominanz zeigen, aber da wir nun einen ehrenvolleren Weg einschlagen wollen, müssen wir uns leider ein wenig bremsen. Die Typen schießen dann einfach auf mich und entfesseln somit die Bestie in mir. Von Ehre und Diplomatie fehlt leider jegliche Spur, weswegen ich einfach beschlossen habe, jeden nach Valhalla zu befördern. Das Kopfgeldziel rennt dann irgendwann weg, wir sind aber dicht hinter ihm, wir fesseln ihn, wir nehmen ihn mit, reiten nach Valentine, haben nun die Erlaubnis, Dominanz zu zeigen und liefern den Burschen ab. Unsere Ehre ist nun minimal gestiegen, ich bürste mein Pferd für einen kleinen Ehrenschub, bekomme aber nichts und treffe auf diesen Spieler. Dieser rennt aber panisch weg, anstatt mich zu grüßen, weswegen ich ihm die Kugel gebe. Mir ist dann eingefallen, Sekunde mal, ich darf ja keine Spieler mehr töten, außer sie sind rot markiert, weil ich sonst wieder an Ehre verliere. Ich reite also erstmal weg und begebe mich Richtung Kopfgeldziel. Ich treffe dann auf einen anderen Spieler, ich winke ihm ehrenvoll zu und er entgegnet mir das gleiche. Das regt mich übel auf und ich schubse ihn grundlos weg, er tackelt mich dann, ich boxe ihn von mir runter und wir haben uns wieder vertragen. Bis er meinen Hut aufsammelt, ich tackle ihn also, damit der Hut runterfällt, er boxt mich, der Hut gehört mir, Frieden. Doch der Frieden hält nicht lange, denn unser Kamerad aus Valentine kam zurück, um Rache zu nehmen. Das ist ziemlich ehrenlos und ehrenloses Verhalten kann ich nicht dulden. Mein neuer Freund und ich beschließen, dem jungen Mann also eine kleine Lektion zu erteilen. Wir reiten in die Richtung, in die er geflüchtet ist und finden ihn sogar. Dieser unehrenhafte Strolch muss seine Position kennen, weswegen er erstmal rasiert wird. Wie es aussieht, hat der Typ eine Kopfgeldmission, aber wir müssen ihn zurechtweisen, denn Rache ist wirklich nicht gut. Er wird immer wieder fertig gemacht, fängt dann irgendwann an zu Sniper-Dancen und darauf habe ich wirklich keinen Bock. Ich beschließe einfach wegzureiten und meine Kopfgeldmission zu absolvieren. Ich komme dann im Gebiet an und bekomme die schlimmste Art von Mission. Keine Gegner, keine Action, wir müssen einfach nur Spuren lesen. Das ist wirklich langweilig und irgendwie 70% der Kopfgeldmission, aber leider müssen wir da durch. Das Kopfgeldziel ist nach 40 Jahren gefunden, sie wird gefesselt, mitgenommen, ehrenvoll dominiert, abgeliefert und wir haben eine gute Tat verbracht. Ich beschließe dann noch mein Pferd zu füttern, in der Hoffnung, dass meine Ehre... Oh, nice! Ich komme später in Rhodes an und starte erneut eine Kopfgeldmission, um meine Ehre nach oben zu pushen. Ich muss noch zum Braithwaite anwesen, wo zwei Griefer auf mich warten. Zugegeben, ich habe die vielleicht offscreen ein bisschen provoziert, aber habe dafür definitiv meine Quittung bekommen. Aber real talk, ich wurde komplett vernichtet von den beiden und hatte noch nie so sehr das Verlangen, Babypuder zu kaufen. Mit brennendem Hintern geht es aber auf zur Missionslocation und nicht schon wieder. Wir müssen wieder suchen, wie aufregend. Oh, eine Riesenscheune, wer da wohl drin ist. Oh, sie wird gefesselt, mitgenommen, abgeliefert und unsere Ehre steigt immer weiter. Dann treffen wir aber auf diese Dame. Ich grüße sie, sie rennt weg, sie kommt wieder zu Sinn, wir schmeißen uns Emotes zu und ich bringe sie um, weil das hier ein freies Land ist. So viel zur Ehre, ich darf das ja gar nicht, weil ich wieder Ehre verliere. Also, schnell reisen wir nach Valentine in der Hoffnung, neue Freunde zu finden. Aber niemand ist da und ich trinke sogar den ranzigen Saloon-Whisky wieder. Ich muss wirklich sagen, es ist verdammt schwer, Freundschaften zu schließen, wenn Stanley nicht Stanley sein darf. Ich meine, Menschen zu töten schweißt in der Regel zusammen und das darf ich nicht mehr. Ich reise dann ein wenig durch die Gegend und stoße auf ein Banditenversteck. Das kommt gerade sehr gelegen und gibt uns die Möglichkeit, unsere Ehre wieder ein wenig aufzufüllen, indem wir alle außer dem Anführer töten. Ich checke erstmal, wie die Gegner postiert sind und bitte dann, ganz blazing reinzurushen. Banditenverstecke sind, by the way, echt cool gemacht. Ich liebe Banditenverstecke, nur leider sind die immer mega selten, was ein bisschen schade ist. Ich bemanne das Geschütz und schmücke ein wenig die Landschaft. Es sind nun alle tot und es geht auf zum Banditenanführer. Mein Herz, mein Gehirn und mein Latissimus sagen mir alle, dass ich den Typen töten soll. Ich will auch wirklich, aber ich lasse ihn gehen und meine Ehre füllt sich nicht auf. Ich fühle mich verarscht, ich renne zurück, erschieße ihn und schließe meine Wut freien Lauf zu lassen. Was habe ich davon, gut zu sein? Die Leute mögen mich nicht. Ich darf mich nur wehren, keiner winkt mir zurück, also warum soll ich das tun? Liegt's an mir, liegt's am Hut. Ich bin vielleicht ehrenvoll, aber auch fucking einsam, bis ich auf diesen Spieler hier treffe. Wir winken uns gegenseitig zu und beschließen, gemeinsam in den Saloon zu gehen. Ich habe mich auf ein Saufgelage eingestellt, aber unser Freund weiß anscheinend genau, was wir möchten. Wir stellen uns ehrenlos auf und beschließen, jeden im Saloon kalt zu machen. Sowas konnte ich die ganze Zeit nicht machen, aber wisst ihr was? Ich möchte nicht länger ehrenvoll sein. Mir wurde einfach so viel verwehrt, bis dieser von Gott gesandte Engel kam und mir wieder gezeigt hat, wie schön die Sünde sein kann. Wir zerlegen wirklich ganz Valentine und ich habe noch nie eine Schießerei in diesem Ausmaß gesehen. Ich meine wirklich, wirklich groß. Ich könnte natürlich rein theoretisch drüber quatschen, aber ich habe beschlossen, es euch einfach zu zeigen.
Das Massaker war wirklich anstrengend, weswegen wir beschlossen haben, im Salon unsere Kehle zu befeuchten. Dann geht plötzlich eine Schlägerei los und ich habe den goldenen Pfad der Dominanz wiedergefunden. Es geht nicht darum, immer jeden zu töten, sondern gemeinsam den Rest zu töten. Das schweißt wirklich enorm zusammen und zeigt uns, dass pure Zerstörung und Dominanz immer zu etwas Gutem führen kann. Ich wurde eines Besseren belehrt und damit endet dieser Tag. Ja, liebe Leute, heute haben wir wirklich begriffen, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, alles und jeden gut zu behandeln, sondern vielmehr darum, alles und jeden zu vernichten, nur eben als Team. Das zeugt von Zusammenhalt, Kameradschaft und Liebe wie nichts anderes. Falls ihr die letzte Folge Hillbilly Rage sehen wollt, sowohl die letzte Folge als auch die Hillbilly Rage Playlist werden euch gleich in der Endcut angezeigt. Neben Red Dead mache ich auch noch Skyrim-Videos, diese kommen einmal wöchentlich. Auch davon ist die letzte Folge sowie die Playlist in der Endcut, könnt ihr euch also geben, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, dann nicht. Ich sage ciao, arrivederci, amanakoim und bis zum nächsten Mal.